Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fire Emblem 7 Blazing Sword. Ich bin Semni und mir hört niemand zu. Nein, ich höre damit langsam auf, es reicht. Ist ja nicht schlimm, wir haben nicht viele Abonnenten und sind meine Projekte halt nicht so interessant. Wen stört's? Ich mache das ja, weil ich Spaß dran habe. Gut, man hat mir gesagt, dass der Ton in den Spielen zu leise ist. Das Problem ist, ich kann es nicht nachjustieren. Das kann Cliff genauso wenig. Und da ist es mir lieber, ihr versteht mich und das, was ich sage, als dass ihr die Hintergrundmelodie vom Spiel die ganze Zeit hört. Und mich dem... Das würde mir überhaupt nicht gefallen. Und sobald ich das denn ändern kann, sobald ich ein Programm habe, mit dem ich das nachbearbeiten kann und so weiter, werde ich versuchen, dass ihr dann beides gut hören könnt. Aber halt, bis das ist, sonst müsste ich alles nochmal mit einer anderen Einstellung aufnehmen und bei Fire Emblem bedeutet das einfach mal so bis zu 2 Stunden nochmal aufnehmen, komplett, bis zu 4 Stunden nochmal komplett aufnehmen, wie es mir auch schon passiert ist. Und daher, da mache ich das jetzt lieber erstmal so, wie ich es jetzt richtig hinkriege. Und wie ich es finde, auch ganz gut funktioniert. Gut. Minutenlange Vorrede, das ist kein Beschweren. Ich bin nicht eingeschnappt, nur für die Person, die es mir gesagt hat, weil ich weiß, dass das vielleicht manchmal mir so wirken kann. Das ist jetzt einfach bloß ganz sachlich das Problem gewesen, warum ich das so mache. Okay. Gut. Dann starten wir mal den Gesprächspart von Kapitel 27. Nachdem ihm die Hilfe von Königin Helene sicher ist, eilt Elibo zum versiegelten Schrein. Die geheime Straße, der er nun folgt, ist nur der königlichen Familie bekannt. Unbemerkt und ungehindert kommt er an Biran zur Daten vorbei. Die Gruppe nähert sich dem Schloss. Oh, ich hätte jetzt mehr Text erwartet. Kapitel 27 – Rat des Schicksals. Auf die richtige Gelegenheit warten, uns die dann zu Fall bringen. So sollte es geschehen, nicht wahr, Bruder? Und jetzt ist die richtige Gelegenheit endlich gekommen. Lord Linus, Sie kommen näher. Endlich, verteilt euch. Dieser Kampf wird Lloyds Totenwache sein. Lasst keinen von ihnen entkommen. Sir? Ich kann ihn schon sehen. Das ist der Schrein der Siegel. Eigenartig. Wir sind so weit gekommen, ohne auch nur auf eine Seele zu treffen. Ich befürchte, dies ist nicht länger der Fall. Was? Die wollen unser Blut sehen. Wer mögen sie sein? Ja, Lord. Ihr seid Lord Elibot vom Haus Ferrey, korrekt? Und wenn es so wäre? Wir sind die Fang und ihr dient Linus, dem wilden Hund. Ihr werdet für eure Sünden büßen, und zwar mit eurem Blut. Was? Es sind die Black Fang. Sie alle gehören dazu. Sie sind am Leben. Warte. Was? Was ist denn? Ihr Durst nach Kampf, das ist nicht normal. Wenn du ihnen zu nahe kommst, werden sie sich in Stücke reißen. Warum? Warum müssen wir gegen sie kämpfen? Wenn wir mit ihnen sprechen, werden sie einen Einsinn haben. Wir sind nicht länger Fangs. Nein, wir dienten Nergal. Wir waren niemals Fangs. Für sie waren wir niemals Kameraden. Niemals. Nein, nein, das ist nicht wahr. Dieser Mann erwähnte Linus' Namen. Linus muss hier sein. Ich muss mit ihm sprechen. Linus wird alles verstehen. So leicht gebe ich nicht auf. Das war eine sehr, sehr kurze Einleitung. Bin ich gerade selber verwundert. Wir haben gesehen, wir müssen gegen Linus, den wilden Hund, kämpfen. Hätten wir damals die andere
Mission gekriegt, müssten wir jetzt gegen Lloyd, den weißen Wolf, kämpfen. Und der wäre jetzt vermutlich auch stärker, aber ich bin mir nicht sicher. Also es sind beide ziemlich heftige Einheiten. Ich würde sagen, wir gucken uns noch die Prophetie an. Ich sehe die Schatten des Krieges, der da kommt. Einen Moment bitte. Ich fühle die Präsenz eines finsteren Widersachers im kommenden Kampf. Die Waffe, die er trägt, ist mit einem Fluch belegt. Ein Schwert, das Lebenskraft raubt, um sie seinem Träger zuführt. Auch sonst lauern viele Feinde auf eurem Weg. Ich sehe sie, in großer Zahl. Umgebt euch selbst mit starken Verteidigern. Bleibt stets zusammen. Lasst nicht zu, dass ihr voneinander getrennt werdet. Das war's. Nein, ich möchte nicht, dass du das wiederholst, Nils. Kommt wieder, wann immer ihr meine Hilfe braucht. Ich werde deswegen jetzt schon mal ganz kurz die Karte prüfen. Einfach mal so Karte ansehen. Ritter, Myrmidonen, Scharfschützen. Scharfschützen sind schon mal wieder nicht so schön für uns. Die Scharfschützen sind nun mal so mit die, die am meisten Schaden machen. Ein Held, der Black Fang mit einer Mine. Ein Berserker, das könnte auch böse enden. Krieger. Ein paar normale Einheiten, also unentwickelte Einheiten, tatsächlich erst normal. Ein General mit einer Zwingachse, das kann jetzt eigentlich gut gegen Myrmidonen. Ah, das war die. Okay. Hier sind ein paar Reiter. Alles in allem eine gesunde Mischung, sagen wir mal. Level von zwei Myrmidonen, Level 14, das geht sogar noch bewacht. Und Linus selbst, sein Held, Level 18. Wow. Okay. Das ist wieder die Zwingaxt. Hat er hier eine Silberlanze, Langbogen, Kurzbogen. Ich will den Kurzbogen eigentlich haben. Obwohl, der macht nicht genug Schaden. Gut, dann würde ich sagen, beende ich den Gesprächspart hier an der Stelle und wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder und ja, herzlich willkommen, dass ihr immer noch dabei seid. Ja, das ist eine komische Formulierung. Was soll's? Ninjan. Ninjan würde draufgehen. Wie so ziemlich jeder andere auch. Wir haben vielleicht Karel. Karel und Jafar würden noch irgendwas überleben, aber ich möchte sie beide eigentlich nicht dabei haben. Ich habe mein Team so, wie ich es haben möchte. Ja gut, Nino kann auch raus. Nino möchte ich auch nicht dabei haben. Den Rest habe ich so, wie ich es möchte. 13 Einheiten dürften reichen. So habe ich es halt besser spezialisiert. Und jetzt muss ich mal ein bisschen Items durchgucken. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist in Ordnung. Tausch. Fonds. Geben. Ja, geben. Und die Erholung. Dorcas hat was er braucht. Du gibst die Tempofeder mal ab. Den Schlüssel kannst du behalten. Aber du nimmst dir mal noch einen. Oh, ist ja noch ein Silberschwert da. Ja, dann kriegst du das auf jeden Fall. Denn das Wodao möchte ich jetzt nicht so sehr aufbrauchen. Die Stiefel gibst du mal ab. Und nehmen tust du dir auch mal noch das Stahlschwert. Genau. Gewicht 13, Gewicht 12. Wow, die Teile sind viel zu heavy. Und damit heavy meine ich in dem Fall wirklich schwer. Du hast deine Bögen, das ist in Ordnung. Geben Engelsrobe, genau. Ja, tut mir leid, dass das jetzt im Moment länger dauert. Denn ich bin ziemlich vollgepackt vom letzten Mal. Das hat man ja gesehen. Da war es ja nicht unbedingt wenig, was wir da mitgenommen haben. Die Lanzen dürften ausreichen. Für den Fall der Fälle kriegt Zane mal noch. Was haben wir? Haben wir eine Eisenlanze? Ja, wir haben noch eine Eisenlanze, dann geht das ja. Und du gibst ihm mal die fast kaputte Silberlanze und nimmst dir noch eine relativ heile. Gut. Du bekommst, ich sage immer, viel zu oft gut. Das regt mich selber auf. Haben wir, ja, wir haben noch Heilmittel. Das gefällt mir schon mal. Das ist soweit ganz gut. Du hast eins. Du nimmst dir auch noch eins.
Denn wenn mal kein Heiler in der Nähe ist, sollte ich doch zumindest die Möglichkeit haben, ein bisschen was zu regenerieren. Da lobe ich mir gerade mal wieder die Fähigkeiten der Charaktere in den späteren Teilen, weil es gibt für Pegasus Reiter eine ziemlich geile Fähigkeit, wenn deine Figur relativ alleine steht, also im Umfeld, wo 3x3 keine Freunde in der Nähe sind, heilt sie sich einfach mal um 30%. Das ist verdammt viel, verdammt nützlich, vor allem für Pegasus Reiter, die ja voranpreschen wie blöd. Für die ist das total oval ideal. Cliff weiß schon, warum ich das die Formulierung oval ideal gewählt habe und ich die unglaublich toll finde. Geben, du gibst mal die Schmiede ab und nimmst dir genau die Erholung mit. Bei Priscilla muss ich immer ein bisschen austauschen. Sie wird bald auch noch was anderes verwenden können, dann muss ich da noch mehr hin und her verteilen. Gut, dann speichere ich das Ganze mal. Formation. Steht ihr so, wie ich es haben will? Also an die vorderste Front sollte Priscilla jetzt eigentlich nicht gehen, finde ich persönlich. Und meine Reiter sollen hier oben lang und dann darum. Genau. Dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Merlinus erreicht Level 19. Yes. Die stehen hier schon mal verdammt prima, die beiden. Mit ihren Äxten können sie gut gegen die Ritter angehen. Oswin kommt hier ganz gut zurecht. Ich lasse mal Rav als Verstärkung da. Erk wird sich hier hingesellen. Wie gesagt, die Reiter möchte ich hier voll ranpreschen lassen. Denn sie sind beide relativ starke Einheiten. Ich schicke Priscilla mal so ein bisschen in die Richtung, dass er halt hier über den Fluss hinweg so heilen kann. Und ja, ich schicke ihnen noch Matthew hinterher. Wenn ich Matthew hinterher schicke, muss ich aber auch Guy hinterher schicken, sonst kommen die ja nie auf ihr höchstes Level. Eliwood, sagen wir es so, Eliwood wird in diesem Part nicht kämpfen, ich werde es tunlichst vermeiden, dass Eliwood kämpft. Daher, da er keine Erfahrung mehr kriegt zurzeit und ich kein Item habe, beziehungsweise noch nichts machen kann, damit er sich entwickelt. Noch. Wie man sich denken kann, dürfte das bald der Fall sein. Ich finde es cool, dass der Gegner schlecht trifft und keinen Schaden macht. Das ist eigentlich immer meine Lieblingskombination, dann kommt man sich so überlegen vor. Und ich sehe gerade etwas, das mich unglaublich belastet. Es gibt Ballisten. Ich bin gerade überglücklich, dass ich kein Freund von fliegenden Einheiten bin. Moment. Ja, das hatte ich gelesen. Hier gibt es verdammt viele Gegner. Ich habe daher auch das Gefühl, dass es sich unglaublich hinziehen wird, dieser Part. Okay, den kannst du so nicht töten, dann... Nee, bleib bei dem Eisenschwert. Komm, ich werde einen Crit sehen. Schade. Ich glaub es nicht, Matthew. Gift? Wirklich? Ich habe doch beim letzten Mal was gesagt, Leute. Ihr sollt euch nicht von Giftwaffen treffen lassen. So, der Ritter tot. Er lädt zumindest erstmal den Bogenschützen, weil die Bogenschützen sind, finde ich, immer ziemlich gefährlich. Natürlich, weil sie halt mehr Schaden machen. Oft nicht immer. Da sie ja nun mal nicht im Nahkampf angreifen können, die müssen ja irgendwie einen Ausgleich dafür kriegen. Wäre ja sonst auch unfair. So, du hast die gleiche Bewaffnung wie Matthew. Fällt mir gerade auf. Ich finde es gerade schon ein bisschen schade, dass wir selbst keine Giftwaffe bis jetzt bekommen haben. Denn wir haben ja stärkere Einheiten vom Prinzip her. Wieso also sollten wir... Priscilla, Mensch. Wieso sollten wir also keine Giftlanze kriegen, mit der wir den Gegner vergiften können, weil wir würden ja treffen im Gegensatz zu ihm. Das wollte ich gesagt haben.
genau. RW17, also es geht voran und 4 Punkte schon wieder. Oswin, du machst deinen Job spitze. Wirklich spitze. Ihr beide zieht ein Stück voran. Ich mache Zwergenschritte, ja, das gebe ich zu, denn ich möchte Sicherheit in diesem Spiel haben. Sicherheit, dass das alles funktioniert, so wie ich es will. Geht zu Matthew, der braucht dich gerade. Und Priscilla geht trotzdem schon mal in die Richtung und er bleibt bei der Truppe. Während Oswin und Rev sich hier gemeinsam vorschlagen. Obwohl, Lynn will ich bei Rev haben, da ich glaube, die beiden kann man verstärken miteinander. Und ich finde, das ergibt, glaube ich, eine schöne Geschichte. So unter den beiden, weil die passen in meinen Augen sehr gut zusammen, da sie beide aus dem gleichen Land kommen. Also jetzt nicht so heißen, ja, eine Rasse beieinander halten, sondern einfach, weil Lynn ist bei seinen Leuten sozusagen aufgewachsen und er ist aber wirklich aus dieser Gegend. Das kann ich mir durchaus sehr schön vorstellen. Ich würde sagen, Dorcas macht jetzt erstmal kurz einen Prozess mit allem, was hier so kommt. Allem Leichtsinnigen. Und auch den General dürfte Dorcas eigentlich ganz gut erledigen können. Ja, denn er hat ja noch seinen Hammer. Verzeiht, wenn das im Hintergrund so ein bisschen schmatzen hört, aber ich habe halt gerade einen hohen Zahn und der möchte befriedigt werden. Hat er gerade einen Crit mit 0 Schaden gemacht. Ach, der arme Schnitter. Jetzt mal ehrlich. Oh, verdammt! Danke, Pussy. Wow. Wow. Das hätte mir überhaupt nicht gefallen, hätte er jetzt getroffen. Denn ich mag es nicht, wenn der Heiler verletzt wird. Könnte daran liegen, dass ich selber so gerne Heiler spiele. Aber auch allgemein mag ich das nicht. Allerdings muss man natürlich immer selber erst den Heiler ausschalten. Das ist schon rein von der Logik her ganz verständlich. Glücklicherweise ist sie so stark, dass der Gegner trotzdem nur einmal angreift. Also so schnell, muss man ja in dem Fall sagen. Und es kommen echt so derbe viele Einheiten. Wow. Eisenschwerte ihn tot. Ja! Critical! Diese schlangenmäßige Angriffsanimation. Oh, genial. Wirklich genial. Der Schwertmeister zeigt halt wirklich, wie cool er ist. Oh, auch ein Crit. Oh, sogar Exitus. Das tut mir wirklich leid. Black Fang, wir werden uns immer an dich erinnern. Also, eigentlich nicht. Das war Erneuerung. Genau, Erneuerung wollte ich einsetzen. Hier, heile Animation, wie gesagt, dauert mir zu lange. Müsst damit leben. Oh, Level 19 schon. Und Merlinus ist auf dem Feld, das heißt, sie kann zurückreichen und sich dann auch bald entwickeln. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Zane, du reitest voraus, aber greifst nicht von dir aus an. Ich möchte die Gegner nämlich locken, die auch von hier oben kommen. Und sie nicht verschrecken. Leider kriegen wir den Schnitter nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn er unheimlich praktisch wäre. Ja, wir kriegen den Schnitter nicht. Der Schnitter. Ich meine damit nicht den Teufel, ich meine wirklich die Waffe, den Schnitter. Welche Axtanimation findet ihr brutaler? Das ist eine gute Frage. Schreibt es doch. Nee, schreibt es nicht. Also, ihr habt gerade Bock, dann schreibt es in die Kommentare. Das würde mich nämlich wirklich interessieren, weil ich finde persönlich Dorcas brutaler, obwohl sie viel simpler ist. Ich finde generell Dorcas viel brutaler als Hector. Hector hat irgendwie trotzdem noch sowas wie Stil auf dem Schlachtfeld. Beweist er in meinen Augen zumindest immer. Und Eliwood muss sich gerade nicht bewegen. Ich würde sagen, ah ne, Eliwood wird wahrscheinlich oben... Ah ne, Eliwood brauche ich hier in der Mission noch. Könnte man sagen, weil es wird noch etwas passieren, wo Eliwood nötig ist. Deswegen kann ich ihn leider nicht hinten bei Merlinus lassen. Auch wenn ich es gerne tun würde. Och, kommt doch jetzt nicht alle zu denen. Geht doch auch wer runter zu Oswin. Jetzt mal ehrlich. Da muss Oswin gleich mal so einen kleinen Schlenker einlegen und hoffen, dass ich. Und dann hoffe ich, dass er niemanden begegnet, der ihn jetzt so im Eiltempo ausschalten kann. Es sind natürlich sehr viele Schwertkämpfer hin unterwegs. Das ist entgegen meines Plans. Und dieser Treffer war auch entgegen dessen.
Habe ich einen zweiten Angriff? Ja, habe ich. Ja, das gibt schöne Erfahrung. Ich hätte trotzdem gern die Silberlanze von dir. Danke. Nicht? Och man. Erster Treffer auf Dorcas und der gibt... Das ist makaber irgendwo. Ja, ich stehe auf Schmerzen. Sie bereiten mir Erfahrungen, die ich nie vergessen werde. Wahahaha. Ja, gut. Das hat sich erledigt. Oha, es sind über 70 Einheiten insgesamt dann auf der Karte. So viel kann ich verraten. Und das ist doch mal eine Zahl, die ist schon eine ziemliche Hausnummer, würde ich behaupten. Thanks for the experience, not thanks for the memories. Auch wenn Thanks for the Memories ein cooler Song ist, auch wenn ich das Thema des Songs nicht mag. Aber das Lied hat halt einen mitreißenden Rhythmus und so weiter und eine super Atmosphäre. Und das sind die zwei Sachen, die ich an Musik mag. Entweder sie haben eine geile Atmosphäre oder sie haben einen super Text. Eins von beiden muss sein, sonst kann ich sie irgendwie nicht lieb gewinnen. Wie sieht's bei der Stalaxt aus? Naja, damit wird es nicht besiegen. Okay, dann benutzt den Hammer. Ach, ja, stimmt. Auch die Axt hat eine Kette. Klingt komisch, ist aber so. Wolfsbeil. Ja, das geht schon schneller. Allerdings ist unser Gegner ja auch kein General und wirklich, wenn Generäle etwas können, dann ist es hinhalten. Also aushalten, meinte ich. Sonst versteht man doch falsch, was ich gerade sagen wollte. Warum habe ich das gerade so gemacht? Jetzt ist das Stahlschwert an zweiter Stelle statt dem Panzerbrecher. Wenn das Eisenschwert jetzt zerbricht, wird er in der nächsten Runde danach, also nach dem Angriff, der zerbrochen ist, kann er sein nächstes Schwert nicht ziehen. Das ist halt der Nachteil daran. Wow. One-Hit KO. Boom. Aber halt für den Angriff danach, weil es könnten jetzt durchaus mehrere Angriffe auf Raven kommen, würde er denn das Stahlschwert nutzen und das fände ich ganz angebracht. Kent, kannst du hier genügend ausrichten? Du triffst zwar mit dem Ding schlecht, aber versuch's mal, wollte ich gerade sagen, aber da war es schon zu spät. Na gut, so hat es aber immerhin Haltbarkeit. Und es besteht einfach die Chance, dass er einen guten Treffer landet. Okay, setzt den Pugrativ auf Sane ein. Ich finde es cool, dass die Entfernung wirklich so irgendwie versucht wurde darzustellen. Das hat was sehr, sehr Eigenes, was sehr, sehr Interessantes, sagen wir mal. Ja, hier kommen, versuch's mit der Silberlanze. Und triff. Nicht. Okay. Damit werde ich wohl leben müssen. Schade, schade, schade. Ich hätte gern was Besseres von euch gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Immer noch nicht. Moment. Oder sind die schon auf A? Nee, die sind auf B. Dachte ich es mir doch. Und ich würde sagen, es sieht trotzdem bis jetzt gut aus. Allerdings kann ich hier jetzt, glaube ich, jederzeit ziemlich auf die Schnauze kriegen. Okay, jetzt würde ich mich gerade mit dem Panzerbrecher freuen. Man kann es mir auch nicht recht machen. Kann man wirklich nicht. Boah, doch, das geht okay. Nein, Eisenschwert! Was hat dich so zerrissen? Oh Gott, ich zitiere Juli. Was ist denn mit mir los? Wobei das Lied gut war. Gegen das Lied kann ich echt nichts sagen. Bin ich mal ehrlich. Ich erkenne auch an, wenn eine Band, die ich nicht gut finde, einen guten Song schreibt. Damit kann ich leben. Ja, dass ich den dann auch höre. Genau wie es auch von Silbermond ein Lied gibt, das ich mag. Den Rest dafür gar nicht. Ich finde ansonsten beide Bands auch ziemlich schlecht, auch wenn ich früher natürlich wie fast jeder in der Zeit die Musik gehört habe.
Das gehört einfach irgendwo dazu, zu so einer Selbstfindung. Mal hört man irgendwelche Sachen, die beliebt sind, und dann entwickelt man einen eigenen Geschmack. Und ich habe dann halt meinen ziemlich eigenen Geschmack entwickelt, nach und nach. Boah, ich finde, das ist, da kann man zu stehen. Und wenn der jetzt nochmal angreifen kann, bin ich am Arsch. Gut, dass er es nicht kann. Ja, ist ja schön, wenn du deine Defensive auch mal ausbauen könntest, Dorkas. Das wäre vor allem extrem praktisch für mich und fürs Trainieren und generell fürs Überleben. Tja, das Lichtmesserchen hat seine Dienlichkeit getan und immer noch keine Fähigkeit dazu. Matthew ist, muss man leider auch so sagen, nicht der beste Charakter. Jaffa ist, glaube ich, sogar um einiges stärker. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und Legault ist noch ein bisschen besser. Aber ich finde Matthew einfach so sympathisch und möchte ihn gerne drin haben. Auch wenn er nicht der Beste ist. Man muss ja nicht immer so die Übercharaktere spielen. Ziemlich viel geheilt. Mann. Bitte, Hector, mach das weg. Okay. Jetzt ist also die gefährlichste Einheit weg. Die Helden generell sind so meistens die gefährlichsten. Nun ja, sie vollbringen ja auch Heldentaten. Vielleicht liegt es daran. Also trifft der Gegner schlechter und er ist trotzdem besiegt. Also werde ich mit dem Stahlschwert angreifen, auch wenn es keine spezielle Effektivität besitzt. Okay, ich muss jetzt mal was gucken. Ja, sie kommen an ihn ran. Dann werde ich doch mal Eliwood hier drapieren. Und mit Hector noch ein liebenswertes Heilmittelchen schlucken. Ja, so ist Raven sicher. Ist zwar schade um die Erfahrungspunkte, die mir dadurch die Lappen gehen. Aber ich bin mal ehrlich, besser als wenn mir Raven plötzlich abkratzt und ich das Ganze nochmal machen muss. Waha! Ich mag das so. Waha! Also generell, solche Ausrufe finde ich irgendwie immer total cool. Oder ich nutze sie gern. Sagen wir es so. Gut, mit dem Eisenschwert triffst du wenigstens auch mein liebster Kent. Ja, du bist der liebste Kent, den ich habe. Alle anderen Kents sind scheiße. Also zumindest die, die mit Vornamen so heißen. Die Familie Kent von Clark Kent ist zum Beispiel völlig okay. Clark Kent ist zwar ein Lappen, aber seine Familie ist ganz nett. Lass mich raten, wenn er treffen würde, würde er trotzdem 0 Schaden und trotzdem noch das Gift machen. Deswegen bin ich, glaube ich, überaus glücklich darüber, dass er es nicht getan hat. Sie treffen natürlich schlecht. Versuch's einfach mal. Okay. Der wäre erledigt. Das gefällt mir soweit ganz gut. Dann heile ich jetzt Matthew. Ich sollte vielleicht auch einen Schritt rangehen. Und ziehe ihn hier unten hin. Mit der Lichtklinge ausgerüstet. Ha, genau. Hey, so habe ich jetzt diesen Zug jeden bewegt. Wie gesagt, extrem schade um die Erfahrungspunkte. Und ich sollte das Silberschwert vielleicht nicht unbedingt anlegen. Denn darum ist es noch viel, viel schader. Darum ist es... Da, ich bedauere den Verlust der Haltbarkeit dieses Objektes mehr. So wird ein Schuh draus. Und Eliwood kümmert das gar nicht, ob er da was richtig ausrichtet oder nicht. Also bei sich in seinem Inneren, sondern er tötet einfach. Trotz der Waffe mit Vorteil habe ich ihn erwischt. Soweit so gut. Danke, danke, mein Freund, dass du dich nicht so leicht unterbuttern lässt. Pfui, Butter. Beide haben einen Lanzenmeister.
Okay, vielleicht war es doch nicht so die beste Idee, auswendig lang zu schicken. Aber der Gute hält ja schon was aus, also dürfte das funktionieren soweit. Ach nö, komm, kein Bandit dort hinten. Bandits ist doch so ein schlechter Film. Ja, das war gerade ein vollkommen off-topic, ein vollkommener off-topic-Kommentar. Ballisten, ich hasse euch! Der arme Oswin! Wenn ich von euch Pennern treffen lassen muss! Wie? Es ist fast unmöglich mit dem Ausweichen Levels, man ist jetzt schon zweimal diesen Part passiert und Kent hält jetzt mehr aus. Sowohl von der Menge her, die er einstecken kann, als auch des Verteidigungswertes, mit dem er den Schaden blockiert. Für die ganz Doofen zur Erklärung. Ich habe gar kein Ausweichen gesehen. Also ich habe so ein Zucken gesehen, das war's. Wie viele kommen denn bitte noch? So, erledige den. Boom. Ich fände es cool gefunden, hätten sie einen richtigen Hammer in die Hand gelegt, aber man kann nicht alles haben. Wolfsbeil ist die beste Wahl, wobei hier kann ich... Nee, ich benutze weiterhin das Wolfsbeil. Töte ihn. Vielen Dank. Oh, wow, also das war so eine ganz eigene Summe, ja. Ich bitte kurz um eine Unterbrechung, also bitte wundert euch nicht, dass ich setze jetzt einen kurzen Schnitt, ich speichere hier nichts, das wird genau so gleich weitergehen, ich werde auch nicht offscreen nochmal weiterspielen, ich muss bloß kurz wohin. Ich bin zurück und dazu bereit, dem Gegner ordentlich aufs Maul zu geben. Wie hoch war meine Trefferwahrscheinlichkeit? 50. Nein, das ist mir zu niedrig. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. 90. Das ist ein Wert, mit dem ich arbeiten kann. Den nutze ich. Dankeschön. Oswin stürmt ein Stück voran. Ne, das Elixier noch nicht. Und Lynn geht auch in der Ecke voran. Und Lynn kann, wenn ich mich nicht täusche, die Balliste besetzen. Und ich muss noch mal kurz unterbrechen. Entschuldigt bitte, ich musste ganz kurz noch telefonisch etwas klären. Daher, die Unterbrechung. Ich mag das auch nicht, wenn es mittendrin unterbrochen wird. Vor allem mehrfach und vor allem einmal auch. Naja, quasi selbst verschuldet. Blöde Bezeichnung dafür, aber ist wirklich so. Ja, aber Schlimmeres gibt's allemal. Und wir legen ja auch schon wieder los. Und 36% Crit mit einem Eisenschwert. Ich komme nicht zurecht. Das ist verdammt hoch, auch wenn es vielleicht nicht so klingt. 36% sind echt eine Hausnummer. Natürlich geht es auch höher. Level S. Oh. Ich kann... Das heißt, er kann jetzt perfekt mit Schwertern umgehen. Was sagst du denn zu dem? Ja, den... Das sieht doch ganz gut aus. Na, leider nicht gut genug. Hätte mir klar sein müssen. Schade. Wie nicht kennt. Sane. Nope. Wow, triffst du schlecht. Und trotzdem triffst du immerhin. Da da da. Auch du könntest etwas Fähigkeit ver... Du hast weniger Fähigkeit als Matthew. Au. Au, au, au. Bitte, bitte, triff. Ja. Oh, super gemacht. Ich hätte den Schluck trinken können, bevor ich die Aufnahme wieder gestartet habe. Was soll's? Mir fällt gerade auf, ich kann ja einfach Priscilla in die Basis stellen, dann wird sie ja geheilt.
Ja, wenn man manchmal sofort nachdenken würde, ja, und nicht erst eine Minute später. Wäre schon hilfreich. Die oben wollen weiteren Stress. Und das Schöne ist, man kann die KI in Fire Emblem ist allgemein, finde ich, ziemlich gut. Aber sie ist halt darauf eingestellt, zu forcieren. Es gibt, glaube ich, kein, also ich weiß nicht, wie es in den, jetzt genau, habe ich es halt gerade nicht mehr im Kopf, in 13 ist es nicht so. Das Dorf wurde angegriffen, das ist jetzt ziemlich scheiße, aber nun ja, nicht mehr zu ändern. Die Einheiten forcieren den Angriff. Also was heißt, wenn du eine Figur in ihre Nähe stellst, wird sie auch angegriffen. Ob sie nun das aushält oder nicht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob es im Wii-Teil genauso war und ob es in 13 ist es nicht ganz so da. Obwohl eigentlich... Doch, eigentlich das ist, glaube ich, der einzige Fehler aus der KI, den sie nie rauskriegen werden. Aber wenn sie eine gute Chance sehen, werden sie die auf jeden Fall nutzen, das meinte ich mir. Das ist halt das Wichtige an der ganzen Geschichte. Ein Fehler oder halt eine Schwäche sehen ist ja das eine, aber bewusst diese Schwäche auch immer zu nutzen und dir so alles zu zerschroten, wenn zum Beispiel eine Einheit geringe Resistenz hat, die dann speziell anzugreifen, finde ich, ist gar nicht mal verkehrt. Also es ist gar nicht mal eine schlechte Sache. Ja, okay, immerhin eine Sache macht mir viel gut, er kann ausweichen. Wenn er schon sonst nichts kann. Nee, Matthew kann super ausweichen, das ist halt das Schöne an ihm. Aber wenn er jetzt noch besser treffen würde, wäre es ein so genialer Assassiner. Wobei ich eigentlich die Assassinen an und für sich nicht so mag, weil sie hier auch noch relativ overpowered sind. Warum? Der Todeskrit ist die Hälfte des normalen Krits. Und mit Schnitter und Verstärkung kann er durchaus mal so 70% Crit-Chance haben. Später haben sie es ein bisschen verändert. Daher... sagen wir es so, es ist halt ein bisschen heavy. Bisschen sehr heavy mit den... mit den Todeskrits. Das ist eigentlich das einzige Problem, was ich mit den Assassinen habe, weil ich so unbalanciert finde. Wie gesagt, und das mit den Fliegenden ist diese Bogenschwäche und dadurch auch Ballistenschwäche ist einfach was, womit ich nicht gern spiele. Na, du hast noch zwei Ladungen drauf, also benutzt du das Elixier was. Genau, Elixier mal. Und du tötest den Typen auf der Balliste und dann gucken wir mal, ob Lynn tatsächlich die Balliste benutzen kann. Das können wir zwar erst im nächsten Zug machen, aber... nun ja, besser spät als nie. Eine Sache... ich könnte auch was sagen. Was wollte ich denn sagen? Ach genau, ich bin ernsthaft sehr, sehr froh darüber, dass ich nicht mehr in diese 15-Minuten-Parts gebunden bin. Sonst hätte ich dieses Projekt, glaube ich, abbrechen müssen. Das wäre einfach rein... nennen wir es mal logistisch. Doch, logistisch ist eigentlich der richtige Ausdruck dafür. Gar nicht möglich gewesen. Teilweise sind die Gesprächsparts ja schon länger als eine Viertelstunde. Und das wären ja dann... mittlerweile wie viel? Och, ich müsste echt nachgucken, wie viel Parts wir hier schon haben. Es sind verdammt viele und das wäre, finde ich... nicht sonderlich cool für den Zuschauer, wenn er echt alles so komplett zerstückelt sehen müsste und mitten in der Runde dann das nächste und das nächste. Deswegen lade ich halt diese vollen Parts hoch. Da denken sich so die Leute, das gucke ich mir nicht an, das ist viel zu lang. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist doch die einer toten Fliege. Nein, das denken die Leute, glaube ich, nicht über sich selbst. Aber es ist halt lieber so, dass ich halt das Kapitel an und für sich habe, weil man's nicht richtig in irgendwelche Momente unterteilen kann. Ich bin halt auf diesem Schlachtfeld und kämpfe mich halt komplett durch. Und das dauert halt so lange, wie es dauert. Finde ich zumindest. Und 5 Punkte und Fähigkeit. Oh, danke, Matthew, danke. Du zeigst halt doch, dass du es ab und an drauf hast.
töte ihn. Xane und Matthew haben jetzt allerdings eine geringe Fähigkeit. Und ich habe, glaube ich, nur ein Item, um Fähigkeit zu erhöhen. Ah, wer braucht denn da Heilung? Etwa der gute Guy? The good guy. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Der Kimono hat sich doch ein bisschen verändert, glaube ich, von Lynn. Und es ist wirklich nur die Kampfpose? Verzeihung. Wow! 6 Punkte schon wieder. Lynn, du bist echt spitze. Das muss man mal gesagt haben. Auch wenn du öfter kritten könntest. Das wäre schon sehr, sehr gütig von dir. Wir lieben dich, aber wir würden dich dann noch viel mehr lieben. So, dafür... Glück gehabt, das wäre ein ziemlich harter Schlag in die Magengegend von Dünn gewesen. Und ich habe gerade keinen guten Heiler in der Nähe. Zwar jemand, der sie retten könnte, aber mir auch nicht. Oh Mann, die arme Sau. Ah, da die Zwingaxt gut gegen Myrmidonen ist, ist sie gut gegen Schwerter und dadurch schwach gegen Lanzen. Ich glaube, das habe ich schon mal festgestellt, aber... Ich wollte es einfach nochmal erwähnt haben. Tut mir leid, dass ich alles mehrfach sage. Ich kann auch wieder erwähnen, dass das viel zu lang ist für die Batterielaufzeit eines Game Boy Advance. Teilweise. Da muss man jetzt halt nach 2 Missionen immer schon die Batterien wechseln. Das war ein bösartiger Plan. Und natürlich kriegst du 5 Punkte, aber keine Fähigkeit. Es war ein bösartiger Plan der Batterieindustrie, dieses Spiel zu erfinden und es auf diese Plattform zu bringen. Es gab für den N64 kein Fire Emblem. Und für die Wii U wird es vielleicht auch kein Original Fire Emblem geben, sondern nur das Crossover, was mich aber interessiert. Aber, was ich vor kurzem gelesen habe, Fire Emblem 13 hätte der letzte Teil der Reihe werden können. Da die Verkaufszahlen mittlerweile sehr, sehr gering waren. Die waren vor allem außerhalb von Japan noch nie sonderlich hoch. Und auch wie viele Exemplare sie gemacht haben, waren nie sonderlich hoch. Wenn es keiner mitkriegt, wer soll es denn kaufen? Oh Mann, Lynn, nein, bitte Lynn nicht sterben. Das würde mir extrem missfallen. Crit von Oswin. Hey. Level 18. Und Verteidigung noch weiter in die Höhe schießen lassen. Es ist schade um das Elixier. Denn das Elixier ist nun mal auch ein verdammt wertvolles Item. Aber was bleibt mir anderes übrig? Ja, bleib bei dem Kurzbogen. Bleib bei dem Kurzbogen, ja. Das habt ihr schon richtig gehört. Nein, bleib bei dem Kurzbogen. Denn der trifft nun mal am besten von den ganzen, die Rev hat. Und das ist für einen Gegenangriff, glaube ich, am geeignetsten. Vor allem, da Rev mittlerweile natürlich auch ein genialer Ausweicher sein müsste, eigentlich. Ich denke, er ist es auch. Oh, ich brauche bald neue Stäbe. Wobei, ich könnte ja, Erk auch ein bisschen was anderes geben. Also halt nicht den normalen Heilungsstab, sondern halt irgendeinen hochwertigeren. Ich hätte, ehrlich gesagt, fände ich ein Spiel, wo du eine Rüstung wie diese Ritter hier hast, mit dem Schild vorne so in der Brust, finde ich extrem geil. Ansonsten ist ja, wie gesagt, bisher die kreativste Waffe, die ich gesehen habe, die von, ich glaube, er hieß Tank in Xenoblade Chronicles. Genau, Chronicles war das Wort, das ich gesucht habe. Der ist extrem cool, denn der hat ein Schwert, was zu einem Schild werden kann und wieder halt auch andersrum. Das ist andersrum. Nee, also das finde ich von der Idee her einfach absoluter Hammer. Denn so macht er seinem Namen halt alle Ehre. Davon mal ganz abgesehen.
weil ich sowieso einfach als Fakt cool finde, ein Typ, der Tank heißt, weil wirklich ein Tank ist, ist so simpel, der Name könnte von Cliff stammen. Oder von Zephyrin. Oder von mir. Wobei ich mir halt immer ein Thema gebe. Damit sind die Spitznamen zwar auch nicht kreativer, das gebe ich zu, aber immerhin... Ja, vergesst es. Wisst ihr, was ich genial finde? Hier kommen jetzt so Massen an Gegnern. Und Eliwood ist noch nicht entwickelt. Das heißt, Eliwood muss denn was nachholen. Waffenlevel erhöht. Sehr schön. Hier müsste es eigentlich Hausnummer für Raven sein. Denn Axtkämpfer, er kann gut ausweichen und noch viel, viel besser austeilen. Ach ja. Endlich läuft es wieder besser für ihn. Das freut mich, weil er hat ja jetzt öfter Probleme gehabt in den anderen Parts. Wow, also noch ein Crit. Wie geil. Oswin, du bist spitze. Ah, fast. Also bald haben wir es. Bald haben wir es wirklich. Bald haben wir es geschafft. Das freut mir. Ich hoffe, ich habe euch gerade die Ohren zerstört. Natürlich, genau. Ich würde ja gerade gerne irgendwie off-topic reden, bloß mir fehlt gerade kein Thema ein. Also ich würde halt gern irgendwas erzählen, damit ich halt über das doch relativ ähnlich bleibende Spielgeschehen gerade hinweg retten kann und nicht immer bloß einfach bloß auf das reagiere, was gerade auf dem Bildschirm passiert, und ich sollte vielleicht nicht unbedingt vom Bildschirm weggucken die ganze Zeit. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber mir fällt gerade ganz spontan leider kein Thema ein. Außer, dass ich mal wieder meine Lieblingsserie gucke. Psych. Kennt in Deutschland fast niemand. Wird auch leider nicht wirklich weitergeführt. Auch die DVDs kommen nicht raus, obwohl es schon längst synchronisiert ist. Bis viel, viel weiter. Also wir haben 4,5 Staffeln liefen in Deutschland und bis Staffel 7 ist synchronisiert oder die Synchronisation schon in der deutschen Synchrondatei vorgemerkt. Deswegen ich mich ein bisschen arg darüber ärgere. Psych ist eine Comedy-Crime, also Detektivserie, also es geht um einen Hellseher-Detektiv. Allein schon die Idee finde ich zu genial. Aber wie gesagt, es kennt leider quasi niemand in Deutschland. Was ich wirklich, wirklich schade finde. Okay, er kann es nicht nutzen. Versuch's. Bitte, bitte. Noch ein Crit. Was ist denn mit Oswin los? Hallo, 6% und nicht mal volle Trefferwahrscheinlichkeit und 3 Crits raushauen? Ich meine, ich finde es genial, aber ich frage mich, was gerade los ist. Das ist ja, merkwürdig. Der wäre schon mal scheiße. Der sowieso, was sagt der? Kurzbogen. Der sagt auch scheiße. Dann wartest du einfach hier. Ist die simpelste Lösung. Ja, und du kümmerst dich um den mutigen Krieger, der sich hinter seinem Bogen versteckt. Auch wenn ich finde, dass der Bogen, wie ihn hier die Krieger haben, schon ein ganz schön cooles Teil ist. Also dieses riesen Ding, was die damit sich rumschleppen. Als ob sie damit etwas kompensieren müssten. Ja, der war schlecht. Nee. Wie gesagt, und es ist meine absolute Lieblingsserie, weil es einfach vor... Erstens vor Comedy-Momenten nur so strotzt, trotzdem eine schöne Geschichte hat und einfach bis jetzt... nie kreatives Tief hatte. Okay, es sind nicht so viele Folgen pro Staffel und die Folgen sind dafür halt relativ lang. Ich finde es halt einfach super. Also wenn ihr mal die Chance habt, guckt es euch an. Was zur Hölle? Ich habe glaube ich noch nicht den Crit von dem Krieger gesehen. Der ist ja geil. Und natürlich nur KP dazu. Hol dir die Erfahrung für den General, Hector. Ich will einfach die Generäle schnell loswerden, weil ich weiß, dass die ganz schön stressen können. Boom! Dankeschön.
Level Up. Level 11 schon und er kriegt Fähigkeit dazu. Nicht so wie andere. Leute, schaut euch bei Hector an, obwohl sein Wert auch nicht der höchste ist. Schaut sich vielleicht auch nicht unbedingt bei ihm an. Kümmere dich um ihn, mein treuer Vasall. Okay, verwende das Silberschwert, wenn es denn sein muss. Pff, vergisst, was ich gerade gesagt habe. Ja. Dann machen wir das halt so. Ich habe eh nur noch ein bisschen was mit der Lichtklinge und ansonsten kann Matthew gerade nicht mehr angreifen. Ungünstig. Aber was soll jetzt, so gerät er wenigstens nicht in die Gefahr, mal wieder vergiftet zu werden. Und er wird immer und immer und immer besser ausweichen können, aber es bringt ihm nichts, da er nun mal nicht treffen kann. Ja, wieso die Spezialwaffe verschwenden, wenn man das auch so machen kann, ja? Auch Waffenlevel erreicht, da muss ich doch glatt nochmal was nachgucken. S. Das heißt, ich könnte jetzt sogar mit anderen Waffen versuchen, noch ein bisschen höher zu kommen. Er hat auch S. B, S, okay. Puh, Heilung. Dankeschön. Immer noch nicht weiter hoch. Ein bisschen ärgerlich. Ja, das passt soweit. Ich hoffe, jetzt kommt nicht plötzlich hinten bei Merlinus wieder Verstärkung an. Die nerven mich nämlich immer. Der Schlechter ist zurückgekehrt. Der Schläfer ist erwacht. Gehört ihr vielleicht auch zu den Leuten, die Warcraft 3 so zu 60% wegen der geilen Sprüche der Figuren gespielt haben? Das ist auch... Also, ich habe ja mal erwähnt, ich spiele ein bisschen Dota 2, weil ich einen Kumpel bekommen habe, mal ausprobieren wollte. Noch ein Crit! Was mich eigentlich an dem Spiel am meisten fasziniert, sind die dummen Sprüche der Charaktere. Bin ich ganz ehrlich. Das ist wirklich das, was mich noch am meisten reinzieht, egal wie doof das klingt. Das gefällt mir halt dort an dem Spiel und hat. Ich finde die Optik nicht schlecht. Das Spielprinzip ist vom Grunde her ja vollkommen in Ordnung. Ich komme bloß nicht mit zurecht. Mir fehlt die Übersicht und ich glaube, das ist ein Spiel, da muss so Minimum 50 Stunden reinstecken, um überhaupt irgendwie im Ansatz zu sagen, ich bin ganz gut. Da sind ja schon wieder die kleinen Edelleute aus Lycia. Wie gern würde ich gegen sie antreten, aber Prinz Zephyr besteht darauf, dass sie es waren, die ihn gerettet haben. Pah, was geschieht nur mit dieser Welt? Sehen Sie im Moment als Black Fang. Verdammt, sie kommen tatsächlich hinten. Erk muss mit. Ewut alleine kann doch nicht viel ausrichten. Und Merlinus könnte drauf gehen, wenn es schlecht läuft. Das dürfte Oswin eigentlich schaffen. Ja. 81% ist ein guter Wert, mit dem kann man arbeiten. Und das heißt, gleich werden wir eine weitere entwickelte Einheit bei uns willkommen. Heißt 5. Resistenz 9. Wow, wie awesome. Das klingt vielleicht nicht viel, aber es ist echt nicht zu verachten, so ein Wert. Wenn ich mir die von manch anderen angucke. Also schon in der Defensive ein Hammer-Charakter. Und das ohne den Hammer. Ja, meine Witze werden nicht besser. Waren sie noch nie, werden sie auch nie. Tja. Dafür bin ich nicht ganz so rassistisch wie andere. Level up. Beef. Naja, die wichtigsten Werte von ihr. Ist wirklich so, das sind ihre zwei Werte. Die beiden müssen hoch sein, dann ist es eine gute Lyn. Wieso eine gute Lyn? Ja, der Charakter, das Leveln ist natürlich nicht vorgeschrieben, es ist zufallsbedingt. Und du kannst richtig, richtig Pech haben bei den Charakteren. Als ich zum Beispiel das letzte Mal gespielt habe, hat Oswin bei mir maximal 3 Punkte bekommen. Wirklich maximal, also er hat nie mehr bekommen. Und dementsprechend war er für mich vollkommen unbrauchbar, weil er nicht schnell genug, hoch genug mit seinen Werten kam.
Während Guy zum Beispiel fast durchweg über 4 Punkte bekommen hat. Was jetzt hier diesmal nicht so der Fall ist, aber Guys Wachstum allgemein ist trotzdem hoch genug, dass es sich ausgleicht. Wir sehen hier alle im zweistelligen Bereich außer der Resistenz. Und Guy hat kein Problem, die Hälfte seiner Werte voll, also die wichtigsten Werte bei ihm, also Stärke, Geschick und Fähigkeit vollzukriegen. Und darum geht es letzten Endes eigentlich, wenn man bei der Charakterauswahl ist und halt das halt effektiv spielen will, dass man halt guckt, ja, wie hoch ist das Wachstum, wie viel kriegt der, kann er seine Werte maxen. Das ist eigentlich so der wichtigste Punkt, kommt er mit seinem Wachstum auf das Maximale, was für seine Klasse möglich ist. Denn man muss einfach sagen, das ist vielleicht auf normal, wie ich jetzt spiele, oder ja, das ist normal, der Schwierigkeitsgrad, nicht so übertrieben wichtig. Oh nein, Melinus! Dass er das so zu 100% schaffen. Aber auf schwer bist du mit Charakteren, die nicht ihre Werte maxen können, echt fast schon aufgeschmissen. Was? Noch mehr? Wow! Verzeihung, ich habe gerade aufstoßen müssen. Dorcas kommt auch mit nach hinten, denn dort sind viele, viele Einheiten, die ihm viele, viele Probleme bereiten können, den guten Illiwood. Erk vielleicht nicht, aber Illiwood schon. Okay, du stellst dich hier hin. Und Ritterwappen verwenden. Ich hätte nicht gedacht, dass Vaida ganz hinten auftaucht, denn mit Vaida habe ich noch was vor. Das ist schon eine Süße, oder? Mit ihren Narben und den kurzen Haaren. Obwohl mich die kurzen Haare wahrscheinlich gar nicht stören werden, weil ich finde, dass durchaus kurze Haare Frauen stehen können. Oh, er kann jetzt Äxte verwenden, das ist ja toll. Oh, ein Händler. Ah, verdammt, solange Merlinus noch lebt, müsste ich eigentlich mal dorthin. Sozusagen, es klingt doof. Solange er noch lebt, müsste ich ihn eigentlich mal besuchen, den Händler. Aber sonst kann ich halt nicht genug mitnehmen. Ah, schön, da ich vorbeischieße, kann ich natürlich weiterhin treffen. Erledige mal den... Nee, du erledigst den zweiten in der Reihe. Ja, das haut genau hin. Also, okay, mit einem KP Überschuss. Oh, ey, mein Hals, was ist denn mit meinem Hals gerade los? Verzeiht bitte. Ich bitte oft um Verzeihung, ich mache mich oft runter. Ja, das ist so meine Art. Fiel mir mal so auf. Aber ich mache das gern. Wieso können die Scharfschützen von denen nicht ausweichen? Weißt du, jeder Depp hier kann ausweichen. Ein verdammter Nomade Level 14 hat eine bessere Ausweichchance als die Typen gerade. Das muss ich nicht verstehen, oder? Guy auf Gisborn. Nee, der ist was anderes. Der ist ein Arsch. Unterstützen! Ja! Hallo Guy. Wird die Beule auf deinem Kopf schon wieder besser? Du sollst es besser wissen, als dich anzuschleichen, während ich schlafe. Du bist wirklich leicht zu durchschauen. Wusstest du das? Beim nächsten Mal gewinne ich. Hey Guy, damals in Sakai hast du gesagt, dass du der stärkste aller Ritter werden möchtest. Ist das dein Traum? Oder dein Ziel? Wie? Wenn es ein Traum ist, dann solltest du ihn vergessen. Es gibt so viele Träume mit Schwertern in der Hand. Viele, die stärker sind als du. Viele, die mehr Talent haben. Das stimmt nicht. Und der Stärkste zu sein, musst du sie alle besiegen. Das weiß ich. Was wirst du tun, wenn du an deine Grenzen stößt? Wenn du jeden Gegner triffst, den du niemals besiegen kannst? Wenn du diese Grenze findest, die du unmöglich überwinden kannst, wirst du erkennen, dass du nichts Besonderes bist. Du bist nur ein kleiner Stiller, einer von vielen in der Masse. Die meisten Leute geben dann auf. Sie erkennen, dass sie nicht mehr jung sind, dass sie kein Talent haben. Sie finden irgendeine Ausrede, warum sie es nicht weiterhin versuchen. Und auf diese Weise führen sie dann den Rest ihres Lebens fort. Aber ich bin anders. Ich werde nicht zu enden. Solange ich lebe, werde ich auch kämpfen. Ich verstehe.
Dann wünsche ich dir viel Glück, Guy. Ich werde dich anfeuern. Du willst doch der beste Ritter von Sakai werden, nicht wahr? Dann wäre es besser, wenn du mich bald besiegst. Um das zu vollbringen, musst du noch viel stärker werden. Natürlich, das werde ich. Müsste er nicht. Er ist erheblich stärker als Matthew. Okay, ja, selbst Stärke ist höher als bei Matthew. Okay, was jetzt nicht so schwer ist, obwohl Matthew hat sogar einen Item für Stärke bekommen. Stell dich mal hier drauf. Drauf, ja. Ihr habt schon richtig gehört. Nein! Ref! Mein armer Junge! Das tut doch weh! Ein Leichtsinniger. Ach, die Kette. Die Angriffsanimation, das glaube ich doppelt so lang. Wenn er jetzt noch zweimal angreifen könnte, wäre ja echt die Oberhammer-Mega-Einheit, der gute Oswin. Aber es reicht doch so aus. Nein, Merlinus. Du armer Junge. Jetzt reicht's aber. Ich gehe, bevor meine gute Ware gestohlen wird. Schade, schade, schade. Böse. Böse, böse, böse. Langbogen zerbrach, okay. Ja, nicht okay, aber registriert, quasi. Wow! Heilige Scheiße! Reden. Ihr. So trifft man sich wieder, Junge. Geht es deinen Spielkameraden auch gut? Ihr seid dieser Weihenritter. Ihr arbeitet für die Black Fang, nicht wahr? Da liegst du falsch. Ich diene nur Biran. Ich bin hier, um meine persönlichen Ziele zu verfolgen. Sag mir, Junge, bist du derjenige, der Prinz Zephyrs Assassinen aufgehalten hat? Was? Woher wisst ihr? Dann ist es also wahr. Damit ist es beschlossen. Von jetzt an reise ich mit dir. Was denkt ihr euch? Du hast Prinz Zephyr gerettet. Daher stehe ich in deiner Schuld. Aber warum? Das sagte ich bereits. Ich diene Biran. Prinz Zephyr ist unsere Zukunft. Unsere Hoffnung. Du hast ihn gerettet, als er Rettung bitter nötig hatte. Und daher werde ich nun dir dienen. Ich verstehe. Ich nehme euch beim Wort. Wirklich? Dann halte nach mir Ausschau. Ich werde dich bald begleiten. Natürlich ist sie die einzige von den ganzen, die hier ankommen, und ihre anderen Leute folgen uns nicht. Das ist der kleine Nachteil daran. Das ist auch der Grund, warum ich mal Rev ganz, ganz schnell aus dem Verkehr ziehen werde. Und hier mal ein bisschen aufräumen muss. Verzeihung, wenn ich das kurz gespeedet habe. Rev könnte ja gerade drauf gehen. Das kotzt mich extrem an. Oder? Wie weit kommst du, Priscilla? Ja. Oh, zu schön. Rev ist damit gerettet. Und ist Priscilla etwa Level 20? Oh yeah, nächstes Kapitel Priscilla entwickeln. Das war gerade meine innerliche laute Notiz, die habe ich manchmal nötig. Ich bräuchte oben eigentlich einen Lanzenkämpfer. Das heißt, das Problem ist, ich habe zwei Lanzenkämpfer auch dabei, aber einer von denen trifft ja nicht. Also sollte ich ihn nicht gegen Linus schicken. Wobei, ich könnte es probieren. Einfach mal schauen, wie gut Zane sich da oben machen würde. Vielleicht ja besser als gedacht. Aber hier unten sind haufenweise Schwertkämpfer und Bogenschützen, da ist Raven ziemlich, ziemlich gut aufgehoben. Apropos Zane, geh mal hier rüber zu Kent. Ihr habt nämlich auch noch ein Unterstützungslevel, nee, sogar zwei Unterstützungslevel vor euch. Und ihr beide werdet hier auch mal ein bisschen Spaß haben. Dich habe ich gesucht. Du musst ganz schnell kommen, denn hier ist richtig viel Futter für den guten
Ja, das ist auch schon das Ende des Zuges. Mal schauen, was jetzt so kommt. Auf jeden Fall haufenweise Leute, die Ostfinn angreifen und ihn füttern. Das, wie war das? Fieden, wenn man bewusst, obwohl man schwächer ist, in die Gegner reinrennt und stirbt. Und das machen die eigentlich gerade. Oh. Meinst du echt, du hast eine Chance gegen Kent? Oh, das ist aber putzig. Oh. Kent kann ja sogar treffen. Könnte sich ja anders eine Scheibe von abschneiden. Ja, ich mache zu viele Witze auf das. Er kann treffen, oder nicht? Das ist ja ominös. Ah, ominös ist ein geiles Wort. Finde ich persönlich. Der hätte sogar einen Crit landen können und es wäre nicht mal so überragend schlimm gewesen. Gut, die anderen Weihenritter sind jetzt nicht so überragend stark, dadurch ist das nicht ganz so schlimm. Verdammt, das arme Silberschwert. Nein, wieso Giftlanze? Ach komm, Eliwut. Eliwut? Warum spreche ich das so doof aus? Das war schon wieder der Crit. Das war von einem Kumpel, der hat, er war großer GTA San Andreas-Fan und hatte nochmal Nickerwut statt Neighborhood gesagt, weil dort so viele Schwarze gewohnt haben. Das war extrem billig, aber irgendwie blieb es hängen. Wir haben diese Tonlage dabei. Oh, schon wieder eine Waffe kaputt. Ich brauche echt dringend Nachschub. Okay, dort ist jemand komplett lebensmüde. Dass er sich wirklich mit D Erg anlegt. Ich bin auch dafür, man er sollte sich ein D davor setzen, denn mit D wirkt er gleich viel, viel härter. Ah, schöne billige Ideen, die mir da so kommen. Ja, ich mag billige Ideen. Stirb, Kartoffel, Weihenritter. Ich sollte vielleicht den anderen Zauber anlegen, dann dürfte ich sie, glaube ich, sogar schon so töten. Obwohl, nee, 7 Angriffen, ja, das bezweifle ich gerade. Wildfeuer ist ja so der schwächste. Der schwächste Zauber von allen. Von allen. Hm. Ja, fast. Er schafft es wirklich fast bis dorthin. Bitte erledige ihn einfach. Ah. Mist. Mist, das gefällt mir nicht. Jetzt spreche ich trotzdem schon undeutlich. Schaffst du es? Ja, du schaffst es bis zu ihm. Okay. Wäre das nicht erledigt? Warum? Warum, Oswin? Du hast die ganze Zeit alles so super gemacht und jetzt enttäuschst du mich. Aufs Äußerste. Wenn ich verfehle, ist das ja gar kein Stich in den Bauch, sondern es geht so richtig. Nee, es ist generell so ein Querfeger, wo ich quasi die Brustwarzen mit abtrennen würde. Mhm, das ist also der Plan der Krieger. Der Helden. Der Plan der Helden. Ah, okay. Stimmt, sie ist ja jetzt. Ich hatte natürlich das Entwicklungs-Item nicht dabei. Nee, das habe ich bewusst ja weggelassen. Aus dem einfachen Grunde. War halt so. So. Stirb, du elender Giftlurch. Ja, Giftlurch, ihr hört schon richtig. Und, ja, dann wird sogar Vader wen erledigen von denen. Oder ich versuche es zumindest. Sie hat jetzt übrigens nicht mehr ihre Zusatzwerte. Muss ich mal dazu sagen. Denn sie ist ja nicht mehr auf Nergals Seite. Das heißt, sie hat seine dunkle Segnung nicht mehr. Wie wir sehen, aber sie hat trotzdem ziemlich harte Werte. Ziemlich hohe vor allem. Das meine, okay, es ist ja fast schon gleichbedeutend mit hart. Weil ich habe doch einen Würmtöter, wieso habe ich ihn nicht angelegt? Ich Depp. Ich bin schon ein ziemlicher Vollidiot. Manchmal. Nicht immer. Immer kann man nicht behaupten. Hoffe ich zumindest. Na doch, eigentlich. So schlimm ist es nicht. Ich bin nicht verblödet. Das kann man nicht behaupten.
Ich meine, klar, gibt es Leute, die es behaupten würden, aber eigentlich bin ich jetzt ein ganz schönes PVC. Besonders pfiffiges Kerlchen. Das ist der Standardspruch von meiner Mutter. Ich finde ihn aber zugegebenermaßen ziemlich, ziemlich lustig. So, damit dir hier oben nicht so viel passiert. Matthew, kommt mal deine Verstärkung an. Und euch beide schicke ich auch mit nach oben. Nee, nicht dorthin, dorthin. Hector, du hältst hier die Stellung. Während die sich dort unten zumehrt um den einen Typen kümmern. Händler. Gemischtwandlern kaufen. Kaufen wir noch ein Elfenlicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, und dann guckst du mal, was da noch an Waffen ist. Denn es kann nicht schaden, ein bisschen was auf Halde zu haben. Moment. Nee, das geht noch. Das dürfte eigentlich überleben, der Eliwood. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Der müsste hier der Obermega-Fünffach-Crit kommen und dann wäre es vorbei. Warte, Ines. Ihr wart es doch, oder? Ihr wart es, der meinen Bruder getötet hat. Oh, er lächelt. Er trifft verdammt gut. Trotz der 57%. Was schon wieder mal so ein Fail an und für sich ist, dass er den natürlich sofort trifft. Noch mehr. Ey, komm. Das ist jetzt echt ein bisschen viel. Oh, Moment. Ich hätte vielleicht darauf achten sollen, dass ich ihn ja jetzt gar nicht besiege. Ich werde Erk dorthin schicken und mal freidrehen lassen. Ich glaube, das hat er sich verdient. Er darf auch mal ein bisschen Spaß mit den Typen haben. Genau. Würmtöter wirkt ganz gut. Und hier unten wird jetzt der erste sterben. Hey, sie sind, glaube ich, wirklich alle bei einem Treffer tot. Ja. Verbrennet innerlich. Ja. Auch wenn ich hoffe, ich kriege noch einen stärkeren Zauber. Und ich habe gerade echt vergessen, dass ich meinen Fernseher auf Pause gestellt habe. Gucke hoch und sehe ein Gesicht eines merkwürdigen Mannes und erschrecke mich. Oh Gott, was ist mit mir los? Ganz ehrlich. Okay, endlich ist der Held hier erledigt. Kurt Held hieß er. Kurt Held ist der Autor von Die Rote Zora. Also ich denke, er hieß Kurt. Wie viel willst du eigentlich noch aushalten, Oswin? Ich schicke mal eine komplette Schwertkämpferfront so nach oben. Ja, okay, du fängst an. Mit 0% Crit mit dem Wodau. Du willst mich doch verarschen. 25 Schaden aus der Nähe. Au. Au, wirklich au. Oh. Komm, jetzt. Das hatten wir schon mal. Es hat schon mal funktioniert. Full. No risk, no fun. Ja. No fun, no fun. Puh. Silberschwert. Nee, das macht beides natürlich erheblich weniger Schaden, deswegen Silberschwert, komm. Dass ich natürlich 0% Crit habe, kotzt mich extremst an. So, jetzt muss nur noch ein Treffer landen. Einen einzigen. Er hat dieses verfluchte Schwert nicht das gesagt, oder? Aber er hat auch eine Lichtklinge. Warum hat er eine Lichtklinge? Oh, das ist relativ simpel. Die Lichtklinge hat den Vorteil, dass man mit ihr natürlich über zwei Felder angreifen kann, aber sie hat auch quasi fast nicht die Möglichkeit zu kritten. Und das ist ganz entscheidend bei einem Boss. Denn wenn dich der Boss totkritten kann plötzlich, ist das natürlich für dich viel, viel ärgerlicher. Und bitte. Nein. Danke.
bitte. Ja! Oh, Matthew, dankeschön. Ich habe verloren. Zumindest werde ich meinen Bruder wiedersehen. Sorry, dass ich mich so gefreut habe, weil die beiden tun mir leid. Das meine ich jetzt ernst, die beiden tun mir leid, aber ich bin froh, dass ich die Mission auf die Weise geschafft habe und sogar Fähigkeit dazu kriege dafür. Oh, und die Eisenrune. Ach, daher kam, stimmt. Die Eisenrune ist was ganz Besonderes mal wieder. Die Eisenrune verhindert nämlich gegnerische Crits. Ja, kaufen. Silberschwert. Silberschwert. Kein Platz, wie? Was haben wir denn noch dabei? Dann konnte ich halt nur ein Elfenlicht und ein Silberschwert kaufen. Du hast zu viel Zeug dabei, aber geh mal zumindest noch nach unten. Nee, du hast auch zu viel dabei. Okay, gut, ja, dann kann ich hier kaum was machen. Ende. Ja, greift ihn einfach freiwillig an. Das stört mich überhaupt nicht. Und tot. Einfach so. Du, hier. Ich finde, der bräuchte diesen Zirkel gar nicht aufmachen. Er muss einfach nur da schon tot. Tot. Schnips. Schnipsgummi. Und auch der ist tot. Und damit ist wieder eine Mission ohne Verluste geschafft. Es war zwar mehrfach knapp, doch wir haben es geschafft. Bruder. Warum? Warum musste es so weit kommen? Ich verstehe das nicht. Ja, es tut mir wie gesagt leid um Lloyd. Linus ist. Leid um Linus. Lloyd ist zwar der coolere Charakter von beiden, aber. Schade, weil die beiden wollten uns eigentlich nichts Böses. Es waren halt die Machenschaften der anderen, die sie dazu getrieben haben. Und das ist scheiße, wenn man ein schlechtes Gewissen kriegt, wenn man einen Gegner erledigt. In so einem Spiel. Das sollte nicht der Fall sein. Potatos, wann seid ihr angekommen? Gerade eben. Das ist die Kunst des Teleportierens. Ihr wisst schon. Ich habe euch in meinem Kristall der Hellsicht beobachtet. Das Wichtigste ist, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Wenn das war's, dann hat er uns ja nicht gleich hierher gehext. Was hätte das bewiesen? Ihr könnt euch auf Erfolg hoffen, wenn ihr eure eigene Stärke nicht traut. Es ist eure eigene Kraft, die euch vorantreiben muss. Das ist das Allerwichtigste. Nun dann, gehen wir. In den Schlund der Erde, wo uns Bramimond erwartet. Bramimond? Eine Dachtlegende? Ist sie es, von der ihr sprecht? So ist es. Von den 8 Legenden sind nur noch Bramimond und ich übrig. Ich fürchte, eure Reise hierher war eine Art Prüfung. Ich musste sehen, ob ihr würdig seid, ein legendäres Artefakt empfangen zu können. Ein legendäres Artefakt? Genau. Es ist eine Waffe, die wir, die 8 Legenden dazu benutzten, die Drachen zu besiegen. Wenn ihr werdet... Damit ihr werdet ihr in der Lage sein, die Quelle von Nergals Macht an der Wurzel auszureißen. Eine Waffe, um Nergal zu besiegen? Die legendären Artefakte sind in Ländern jenseits dieses Kontinents versiegelt. Nur Bramimond ist in der Lage, diese Siegel zu brechen. Wenn sie uns nur dieser einen Wunsch gewähren würde. Wow, wow, und auch Simni darf mit. Yeah. Es ist so dunkel. Es ist unheimlich. Ich kann gar nichts sehen. Psst, da ist jemand. Hier. Ihr seid Bramimond? Ja. Ich nehme an, dass ich es bin. Was wollt ihr von mir, die hier über der Erde lebt? Wir müssen euch um einen Gefallen bitten. Wir suchen nach etwas, das uns hilft, Nergal zu besiegen. Das ist bedauerlich. Denn was ihr sucht, kann ich euch nicht geben. Die Menschheit wird dem Leid verfallen, würde ich die Siegel brechen.
Was meint ihr damit? Im Moment hängt die gesamte Welt am Rande der Vernichtung. Die gesamte Welt? Warum sollte mich das kümmern? Meinetwegen kann die ganze Welt in Flammen aufgehen. Hey, Vater Himmel. Eure Stimme, die Art, wie ihr sprecht, ständig ändert sich dies. Ey, hat erkannt, dass ich schlecht synchronisiere. Wie viele? Bram, jemand hat kein Selbst. Er, sie, es, ja, es ist ein Spiegel, der die Person reflektiert, den er anspricht. Er selbst projektiert von sich aus keine Persönlichkeit. Es gibt so viele Brahmimons, wie ihm Leute gegenüberstehen. Brahmimond, erinnert ihr euch an mich? Arthos. Es ist viele Zeit daher. Ich kann mir nicht erklären, warum ihr diese Leute hierher gebracht habt. Warum ich alles versiegelte. Habt ihr den Grund schon vergessen? Die legendären Artefakte sind nicht für Menschenhand gedacht. Also können wir Naga nicht aufhalten. Wir brauchen eure Macht, um die Welt zu retten. Brahmimond, erinnert euch, auch wir sind Menschen. Die Leute werden sich nicht durch Macht verführen lassen. Sie gelangten ohne meine Hilfe hierher, um ihren eigenen Fähigkeiten. Auch ihr habt sie beobachtet, oder? Es ist wahr. Sie scheinen besser, stärker zu sein als die meisten Menschen. Und doch Menschen sind zerbrechlich. Welche Garantie habe ich, Athos, dass sie nicht dieser Zerbrechlichkeit erliegen? Eine Garantie? Die gibt es nicht. Wir bitten nur, dass ihr an uns glaubt. Einst gab es einen Mann wie euch. Sein Blick wanderte niemals umher. Er war stets nach vorn gerichtet. Jetzt bin ich gespannt. Die Siegel wurden gebrochen. Ihr könnt nun tun, wie es euch beliebt. Ich bin müde. Ihr werdet mich in Ruhe lassen. Da hatte Senja gerade richtig viel zu sagen. Wie immer. Ah, es tut gut, hier die frische Luft atmen zu können. Brahmimond ist gewiss eine höchst mysteriöse Gestalt. Ich frag mich, was es überzeugt hat, die Siegel zu brechen. Eine interessante Frage. Ich glaube, es war Dunkelheit. Völlige, undurchdringbare Dunkelheit. Deren Natur weit jenseits menschlicher Vorstellungskraft liegt. Aber dessen ungeachtet müsst ihr euch beeilen. Die Siegel wurden gebrochen. Nergal hat sich sicherlich schon längst hat dies längst wahrgenommen. Ihr müsst so schnell wie möglich die lodernde Klinge erreichen. Wie bedauerlich. Ihr seid zu spät. Ah. Nergal. Ah, endlich. Endlich ist deine Macht wiederhergestellt. Kommt, Ninian und Nils, hier entlang. Öffnet das Drachentor für mich? Nein. Ihr dürft nicht gehen. Keiner von euch beiden. Möchtet ihr meine Macht gleich hier und jetzt erfahren? Du kannst wählen, Ninian. Gehorche mir oder... Wenn ich euch folge, werdet ihr dann meinen Bruder ziehen lassen? Ninian! Einer von euch beiden sollte ausreichen. Wie du wünschst. Nein, Ninian, warum? Pass auf, Lord Eliwood auf. Wieso sieht Nils auf diesen Bildern so verflucht erwachsen aus? Ninian! Ninian, das darfst du nicht! Das
Das Tor wird sich öffnen und mir wird unbegrenzte Macht zufließen. Minion! Keine Bewegung, Nergal! Nein, komm zurück, beide! Wow, what was that? Elliot, bist du wach? Wo? Im Lager. Du und Nils, ihr wurdet beide von Nergals Abschiedsgeschenk niedergestreckt. Erinnerst du dich? Seine Macht, so viel größer denn zuvor. Hätte Lord Arthur es nicht eine Barriere errichtet, hätten wir sowohl dich als auch Nils verloren. Wenn er wirklich die Absicht gehabt hätte, euch zu töten, wäre auch meine Macht nicht ausreichend gewesen, euch zu retten. Ich bin bloß der mächtigste Magier auf dem Planeten. Ninian, und um zu schützen hat sie. Selbst wenn ihr nicht ihn findet, könnt ihr ihn nicht beweisen, besiegen. Nicht in diesem Zustand. Wenn ihr es wünscht, das Mädchen Ninian zu retten, nun, die Macht Nergal zu stürzen, liegt in der heiligen Waffe. Habt ihr verstanden, Eliwood? Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Ihr müsst noch auf Sitya reisen und Rolands Klinge in euren Besitz bringen. Bevor ihr geht, nehmt dies, Eliwood. Genau, dies ist ein Himmelssiegel. Es tut mir leid, Lord Athos. Die Siegel befinden mich nicht als ihrer würdig. Vertraut mir, nehmt es und haltet es in euren Händen. Nun gut. Es ist... Tada! Eliwood ist ein Magier, kann ein Pferd beschwören. Eliwood wurde zum Edelmann. Was echt am schwächsten von den dreien klingt? Lord Athos! Oh, ich habe das gerade abgebrochen? Verdammt! Ich werde jetzt dennoch speichern. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn die letzten paar Sequenzentexte jetzt fallen. Aber ich denke, er wird sich jetzt einfach nur freuen, dass das soweit ist. Und unser Auftrag ist ja klar, wir müssen zurück nach Ossidia in Hektors Heimat, um dort Rolands Klinge, also die Klinge für Eliwood zu holen. Denn es gibt, also wir müssen drei heilige Waffen holen, so viel weiß ich zumindest. Und ich weiß von einer Sorge den Namen. Den werde ich noch nicht verraten, aber es ist ein heftiges Teil. Gut. Ich verabschiede mich von euch. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Ich bin froh, dass kein Tod war. Und nun, ich hoffe, ich wünsche euch viel Spaß mit unseren anderen Videos, allem, was ihr sonst gerade tut. Und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Semni.